Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier. Wir melden uns heute aus London, England. Und wir sind direkt vom Flughafen, schon direkt in unsere Bude. Und die schauen wir uns ganz kurz mal an, was hier so geht. Wir haben hier auf jeden Fall mehrere Schlafzimmer. Da sind auch noch welche von belegt und solche Scherze. Wir gehen mal direkt weiter. Richtig geil. Eine komplette Küchenzeile. Sieht richtig gut aus. Das hier. Was geht ab? Ist der Thomas. Der ist schon richtig heiß. Wir gucken mal ein bisschen weiter, denn das Beste kommt hier draußen. Ja, zieht euch mal das hier rein. Na, ist das fett? Also hier kann man echt einfach mal in der 18. Etage locker im Sommer chillen. Heute ist es zwar sonnig, aber ein bisschen kalt. Oder hier einfach mal ein schönes Frühstück genießen, irgendwie einen Kaffee und was weiß ich. Geiler Blick auf London, auf jeden Fall richtig geiler Blick auf London. Ja, was machen wir eigentlich in London? Wir sind jetzt 4 Tage hier in London und der Hauptgrund, warum wir da London, sind... London! Woo! Das ist der Christian und Christian ist nämlich New Orleans Saints Fan. Und morgen, beziehungsweise übermorgen, findet im Wembley Stadium Miami Dolphins. Ja? Genau, das Spiel gegen die Dolphins statt. Gegen die Saints. Und da sind wir natürlich am Stissel und... was machen wir bis dahin? Ich glaube, für heute ist erstmal angesagt ein bisschen... Sightseeing. Ja, was so Hop-on, Hop-off ist das Stichwort. Ganz genau. Gibt ein bisschen was zu gucken in London. Hier London Eye, Big Ben und der, was weiß ich, was es hier alles so gibt. Wir gucken auch mal, ob wir bei der Tür der Queen klopfen können. Schauen wir, was da abgeht. Wir gehen noch mal ganz kurz weiter. Hier drüben ist übrigens der Eugen. Sei gegrüßt, mein Lieber. Ja? Was geht ab? Das ist übrigens unser 49er. Er hat nicht allzu viel zu lachen, aber das kommt wieder. Das war unnötig zu erwähnen. Das kommt wieder. Okay, und noch ein kurzer Blick, einmal ganz kurz hier was an zu unsere. Hier ganz hervorragend. Also, wir können uns wieder mal nicht beschweren. Das ist auch übrigens nur das Bad von einem Schlafzimmer. Wir haben 2 Schlafzimmer, das bedeutet, da drüben sind auf jeden Fall noch mehrere Bäder. Schlafzimmer mit Bad. Alles am Start, was wir brauchen. So, jetzt lange genug gelabert, wir gehen jetzt los. Mal gucken, ob wir hier irgendeinen Bus kriegen Richtung City. Und dann... Was dann? Los. Dann geht die Party los. Wir sind jetzt hier mal ausgestiegen und zwar sind wir jetzt hier am Trafalgar Square. Was hier so abgeht, weiß ich eigentlich gar nicht. Eine Menge Menschen, eine Menge Touris und kein Wasser. Kein Wasser. Außer dieser Brunnen da hinten. Das da oben ist übrigens die Nelson-Säule. Hat nichts mit dem Green Bay Packers-Spieler zu tun, aber ist trotzdem irgendwie ganz geil. Ja, keine Ahnung, wir checken jetzt erstmal noch ein bisschen den Spot hier ab und dann geht es weiter Richtung Piccadilly Circus. Yeah! So, was geht hier ab jetzt? Hat mal einer von euch gekloppt, ob die alte Dame zu Hause ist? Nein. Keiner da. Aber gleich ein Schichtwechsel bei den Soldaten. Können wir ein bisschen Fax machen. Alles klar, also auf jeden Fall Buckingham Palace hier. Buckingham Palace direkt hier im Hintergrund. Und was kann man hier machen? Man kann hier eigentlich gar nichts machen, außer die Leute beobachten, wie sie alle Selfies mit ihren Selfie-Sticks von sich schießen. Und wieder in den Bus einsteigen. Und wahrscheinlich dann gleich wieder in den Bus einsteigen, so wie wir auch. Vermutlich jeder hier. Ja, nächster Punkt auf dem To-Do
Plan heute ist? Dinner. Essen. Essen? Essen. Verdammt wichtig. Gut. Sehr gut. Das werden wir uns dann gleich nochmal angucken, wenn wir mit dem ganzen Kram hier durch sind. Bis nachher. Wir sind jetzt hier in der Regent Street, das ist gleich hinterm Piccadilly Circus. Und hier ist heute eine NFL-Show, beziehungsweise haben sie die komplette Straße gesperrt. Und komplette NFL-Party als Vorbereitung für morgen natürlich, für das Spiel. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal um und gucken mal, ob wir ein bisschen Merchandise kriegen. Und schon hängen wir wieder am Flughafen ab. Das heißt, es geht wieder nach Hause. Christian, der Saints-Fan, einmal ganz kurz Feedback vom Stadion und dem ganzen Erlebnis. Ja, mega. Es ist also eine ganz andere Liga noch als in Deutschland. Und unvergessliches Erlebnis. Mit dem richtigen Ausgang auch noch. 20-0 für die Saints. Mega. 20-0. Ich wiederhole und unterstreiche die 0. Die starke also. Saints-Defense hat sich mal wieder so gezeigt. Das hat also alles sehr gut funktioniert hier. Insgesamt guter Trip. 4 Tage ordentlich was zu tun gehabt. Der Schlaf hat ein bisschen gelitten, aber das gehört zu diesen Trips ja dazu. Ansonsten London, absolute Empfehlung. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man kann sich ja einiges angucken. Und wenn irgendwas im Wembley Stadium gehen sollte, dann auf jeden Fall hin. Ne? Dann kommen wir wieder. Ja, ansonsten kann ich nur empfehlen, klickt mal hier oben, am besten in die Ecke. Da gibt es nämlich Vlogs vom Kalifornien-Trip letztes Jahr. Da ging es nämlich auch NFL-mäßig unterwegs zu den 49ers. Also einfach mal klicken, einfach mal reinschauen. Und ansonsten ja, gucken wir mal, was der nächste Trip ist. Ne? Eugen, sag mal Tschüss. Tschüss, Eugen. Alles klar. Was für ein Typ. Schönen Tag und gute Nacht. Bis demnächst.